Okay, im Stream klappt's auch. Ah. Ich habe echt was dagegen, das immer so on the fly zu machen. Na gut, wir sind endlich dabei. Los geht's, würde ich sagen. Und zwar. Ja, machen wir erstmal unsere Quests weiter. Van und Wendt. Wo sind die beiden? Da am Brunnen. Nee, was ist das denn? Grummel, ich gebe auf. Ah, was ist das für ein Geruch? Eine arme, wunderschöne Nase. Ich glaube, sie fällt gleich ab. Das ist ein grauenhafter Gestank. Ah, ich glaube, ich muss weinen. Entschuldigen Sie, was ist hier los? Das ist das Werk dieser Lausbuben, Van und Wendt. Sie kamen schreiend hierher zurück und haben sich im Haus des Bürgermeisters verbarrikadiert. Was? Wieso sollten Sie das tun? Das habe ich mich auch gefragt. Der Bürgermeister ist da drin und verhandelt mit ihnen, aber sie sind sture kleine Belger. Das Problem ist, dass sie diese stinkenden Samen nach jedem werfen, der sich dem Haus nähert. Ich habe keine Ahnung, was sie sich davon versprechen, aber. Was sollen wir tun, Pavana? Vielleicht werfen sie nichts nach dir? Ich möchte glauben, dass sie das bleiben lassen, aber wir können nicht einfach nur rumstehen. Pavana und ich gehen zum Haus des Bürgermeisters. Aber Milika. Ach, was haben die beiden vor? Wann? Wenn? Bewegt eure Hintern hier raus, aber Dalli. Milika? Was glaubt ihr, tut ihr da? Du solltest nicht hier sein. Kommt sofort da raus, habe ich gesagt. Van, Milika ist total wütend auf uns. Beruhige dich, ja? Wir haben noch immer unsere Geheimwaffe. Wenn mich auch nur ein einziger dieser Stinkesamen berührt, rede ich nie wieder mit euch. Ah. Kommt, ihr beiden, beenden wir das. Ah, das nervt. Also, seid ihr endlich zur Vernunft gekommen? Wir sagten, wir würden gehen, sobald sie unseren Forderungen zugestimmt haben, oder nicht? Und ich wiederhole mich nochmal, das, worum ihr mich bittet, liegt nicht in meinem Einflussbereich. Blödsinn! Das reicht jetzt! Was treibt ihr zwei da? Alle im Dorf sind stinksauer. Sollen sie doch. Wir haben das für dich getan, Milika. Aber wieso? Wir sind zum Bürgermeister gegangen und haben ihn gebeten, deinen Umzug zu stoppen. Wir dachten, er kann vielleicht verhindern, dass du umziehen musst, weil er der Bürgermeister ist. Es ist nicht so, als würdest du wirklich gehen wollen, oder, Milika? Wenn wir drei also mit dem Bürgermeister sprechen würden, könnten wir zusammen vielleicht. Ihr Dummköpfe! Wie konntet ihr beide so dämlich sein? Ihr könnt meinen Umzug nicht aufhalten. Ich muss gehen, für Mama und Papa. Aber ich will nicht, dass du. Ihr seid so egoistisch. Manchmal müssen wir im Leben Dinge tun, die uns nicht gefallen. Milika. Ihr habt jeden Einzelnen in diesem Dorf damit belästigt. Ihr beide solltet euch sofort entschuldigen. Uns entschuldigen? Du bist diejenige, die sich entschuldigen sollte. Du hast es die ganze Zeit über vor uns geheim gehalten. Aber es liegt wohl daran, dass es dir egal ist, Du warst froh darüber, packen zu dürfen und uns zurückzulassen. Darum geht es hier gerade überhaupt nicht. Hier geht es um euch und um den Ärger, den ihr allen bereitet habt. Und warum glaubst du, haben wir das getan? Weil du einfach so gegangen wärst, ohne dich zu verabschieden. Das ist nicht. Van, bitte hör einfach auf. Was?
Ich weiß, dass du das Gleiche denkst. Deshalb hat sie es uns auch nicht gesagt. Ben, das reicht. Ich wette, du bist auf ihrer Seite. Nicht wahr, Pavana? Hört auf! Milika? Ich hasse dich, Ben. Ben, Wan, wie heißt er jetzt eigentlich genau? Ich hasse dich. Vergiss einfach, dass wir je Freunde waren. Milika, nicht... Eifer des Gefechts. Da steckt jemand in einem schönen Schlamassel. Ist ja auch egal. Gehen wir nach Hause, Ben. Kommst du? Ja, entschuldige, ich folge dir. So war das alles nicht geplant. Ich muss etwas unternehmen. Ach, wir spielen sozusagen von den kleinen, jedem Einzelnen sozusagen die Story durch. 1000! Ui! Und Samen. So, dann haben wir da vorne schon die nächste Quest. Na gut, gucken wir es uns mal an. Das ist sicher Wendt. Ja, Wendt. Ah, nee. Ich vergesse immer wieder, dass das hier Kress ist. Ich hätte nicht genug Materialien. Okay. Dann halt nicht. So. Brunnen. Dann geht es jetzt mal zum Brunnen. Oh, Pavana, willst du dir auch den Brunnen ansehen? Was? Du hast die Lösung? Na gut, typisch Pavana, was sollen wir tun? Ah, Pavana, du scheinst das Abwehrmittel parat zu haben. Abwehrmittel? Ja, ich habe Pavana gebeten, es für mich zuzubereiten. Damit werden wir die lästigen Mäuse los, die sich im Brunnen eingenistet haben. Mäuse? Sekunde mal, Pavana? Hast du dem Bürgermeister von dem Gespenst erzählt? Ja, keine Sorge, ich weiß Bescheid. Die Stimme, die ihr gehört habt, stammt höchstwahrscheinlich von den Mäusen. Auf keinen Fall, sie klang überhaupt nicht nach Mäusen. Die Stimme, die wir gehört haben, kam definitiv nicht von einer Mau... Mach dir keine Sorgen, es ist nur ein Haufen widerborstiger Mäuse. Wie können das Mäuse gewesen sein? Aber wenn der Bürgermeister es sagt, stimmt es vielleicht. Na gut, Pavana, das Abwehrmittel bitte. Du kippst das Mittel zur Mausabwehr in den alten Brunnen. Das sollte reichen. Die Mäuse werden sich wundern. Wir sollten das morgen überprüfen. Schon gut, deine Arbeit hier ist erledigt. Ich werde später nachsehen, ob die Mäuse weg sind. Was ist mit dem Wasser? Kann man es trotz des Abwehrmittels noch trinken? Ja, da besteht keine Gefahr. Es hat auf Menschen kaum eine Wirkung. Selbst große Mengen davon würden höchstens einen heftigen Niesanfall auslösen. Aha. Ich bin gespannt, ob die Sache damit erledigt ist. Sei versichert, dass du diese Stimme nicht noch einmal hören wirst. Trotzdem solltest du dich nachts von diesem Brunnen fernhalten. Am Ende verläufst du dich noch im Dunkeln und fällst hinein. Sehr suspekt, muss ich schon sagen. Na gut. Hohoho. Also dann, bis später. Tut mir leid, Bürgermeister. Aber ich glaube immer noch nicht, dass diese Stimme von Mäusen hervorgerufen wurde. Das war eine menschliche Stimme. Den Eindruck hattest du auch? Das reicht mir. Wir sehen uns den Brunnen in der Nacht noch einmal an. Treffen wir uns hier morgen wieder, ja?
Gut. Das ist echt ein anstrengendes Zeug, ey. Mäuse zu Mäuse melken. Na gut. Lass mal einen kleinen Schluck trinken. Mal kurz stumm schalten. So. Jetzt haben wir ein verdächtiger Brief. Okay, das Spukhaus. Das Spukhaus. Genau, gehen wir da unten hoch und dann da lang. Okay. Wie viel habe ich eigentlich gerade? 1900. So. Zack. Hallo Shirin, ich habe was für dich. Du schon wieder? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst ihn nicht nochmal blicken lassen? Ich habe das Monster im Wald besiegt. Welches Monster? Meinst du etwa? Verstehe nicht. Du hast dich in Jadewald gewagt, um mir Obst zu bringen? Moment. Ich weiß nicht, wer dich dazu gebracht hat. Aber dich selbst in Gefahr zu bringen, nur um mit mir zu reden. Du bist ganz schön zäh. Also gut, komm rein. Ich will endlich antworten. Danke für die Früchte und wegen des Monsters. Tut mir leid, dass ich neulich so abweisend war. Ich war wirklich gestresst, aber das ist keine Entschuldigung. Es war falsch. Mach dir keine Gedanken. Schön, dass wir das geklärt haben. Also, weswegen bist du nochmal hergekommen? Du hast gesagt, du wolltest dich unterhalten? Über das Gerücht sprechen. Ich kenne dieses Gerücht. Du wolltest also nachsehen, ob es wahr ist. Ich halte dieses Haus in Schuss, damit es ordentlich ist, wenn er nach Hause kommt. Er ist nicht tot. Er kommt wieder. Warum ich so sicher bin? Weil ich seine Geliebte bin. Deswegen werde ich die Hoffnung noch nicht aufgeben. Bevor das Haus aufgegeben wurde, lebte dort ein Mann, der sich als Söldner verdingte. Eines Tages musste er wegen eines Auftrags das Dorf verlassen und kam nie wieder zurück. Alle scheinen ihn längst für tot zu halten. Aber ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Ich hoffe, er kommt zurück. Das wird er, ganz sicher. Was? Du erzählst von dem Ring, den du im Wald gefunden hast. Du hast einen Ring mit meinem Namen darauf gefunden? Bei dem Monster? Tut mir leid, von dem weiß ich nichts. Was soll ich damit machen? Weiß ich nicht, er ist mir irgendwie unheimlich. Jedenfalls gehört er jetzt dir. Mach damit, was du willst. Nett. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Rückweg zu meinem eigenen Haus mache. Bitte gib mir sofort Bescheid, wenn du etwas über ihn herausfindest, ja? Bis dann. Traurig. So, kann ich jetzt noch... Ja, es ist schon Nachmittag, da werde ich jetzt nicht so viel mehr machen. Ich werde hoffentlich den Weg noch finden. Da. Dim, 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 dim. Kann ich jetzt noch einen Bau in Auftrag geben?
Ja, ich kann nur eine, okay. Dann werde ich auf jeden Fall zurück zur Farm müssen. Geh mal per Schnellreise. So, ich sehe gerade, es wird wieder gemeckert in meinem OBS. Oh Gott. Na gut. Dann können wir ganz normal weitermachen erstmal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, meine Einstellungen. Okay, gut. Ja, ich muss da auch mal ein bisschen hochregeln. Hoffentlich klappt das. Während des Streams. Ja. Alles ein wenig stressig gerade. Okay. Wir haben neue Samen bekommen. Da. Sommer, Herbst, Frühling. Höhlenpflanze, okay. Was? Wir können auch in einer Höhle pflanzen? Okay. Das wird ja immer komplexer. Zack. 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 Ja, da kam nicht genug. So. So, gucken wir uns doch mal, dass wir hier... So. Es ist 5 Uhr. Keine Mail. Lagern wir mal Sachen ein. So. Zack. Und gehen dann erstmal schlafen. Eieiei. Heute ist aber wieder Zeit. Es ist ja wieder... Oh, wir machen ordentlich Kohle. Das ist gut. Klopf, klopf. Was ist das für ein Lärm? Einbrecher, Einbrecher! Hey, guten Morgen. Habe ich dich geweckt? Das tut mir leid. Ich bin gerade mit der Küchentheke fertig geworden, die du haben wolltest. Ist das hier ein guter Platz dafür? Toll, dann gestatte mir dir zu zeigen, wie man sie benutzt. Du kannst mit der Küchentheke Essen zubereiten. Dafür brauchst du eine Anleitung und die notwendigen Zutaten. Anleitungen kannst du in Läden kaufen oder als Belohnung verdienen, also halte nach ihnen Ausschau. Essen macht nicht nur satt, es stellt auch Ausdauer wieder her. Und Kochen ist günstiger als gekauftes Essen. So, ganz kleinen Moment. So. So. Es macht Spaß, verschiedene Gerichte auszuprobieren, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Ich habe noch nie etwas gekocht. Jeder fängt irgendwo mal an. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Oh, wo wir gerade davon reden.
Du hast die Anleitung für eine Bergpfanne erhalten. Wieso probierst du diese Anleitung nicht aus? Sie ist einfach und auch für Anfänger geeignet. Ah, die geht aufs Haus. Betrachte sie als Geschenk. Naja, ich sollte mich auf den Weg machen. Bitte entschuldige mich. Wenn du mal Hilfe bei einem Bauvorhaben brauchst, komm in meinen Laden, wir reden darüber. So. Eine Bergpfanne. Machen wir mal eine. Schadet ja nicht. Bergpfanne, ein Gericht aus frischen Wildblättern und kleinen Pilzen. Die Aromen kommen in diesem einfachen, doch köstlichen Gericht aus Lethe hervorragend zur Geltung. 900 LP, woo! Okay.